Wenn das nicht mit der Kamera gefilmt worden wäre, würde es niemand glauben. Von einer Teekanne, die auf magische Weise schwebt, und einem Gemälde, das sich bewegt, ohne sich zu berühren, über eine Katze, die so flink wie eine Spinne ist, und eine Armee von Hunden, bis hin zu einem Bären auf einem Fahrrad und einem perfekten Sonnenuntergang auf einem Berggipfel. Hier ist unsere Liste mit 10 Dingen, die niemand glauben würde, wenn sie nicht mit der Kamera festgehalten worden wären. Nummer 10. Magisch schwebende Teekanne. Ich dachte, magische Teekannen gibt es nur in Die Schöne und das Biest, aber anscheinend nicht. Sieh dir diese Zauberei an. Diese Teekanne schwebt und schüttet unendlich viel Wasser aus. Und sie ist auch nicht klein, sondern riesig. Auf den ersten Blick sieht es wirklich so aus, als ob diese chinesische Teekanne irgendwie verzaubert ist. Aber wenn du darüber nachdenkst, ist es ein ziemlich genialer technischer Trick. Hinter dem Wasser, das aus der Teekanne fließt, verbirgt sich eine riesige Stange, die alles zusammenhält und die Illusion des Schwebens erzeugt. Du kannst diesen Brunnen an mehreren Orten in China finden, was ihn zu einer echten Touristenattraktion macht. Nummer 9. Erstaunliches Gemälde in Bewegung. Okay, wir werden mit der Zeit älter und das ist ein langer Prozess. Aber dieses Gemälde macht mir Angst, weil es sich in Sekundenschnelle durchs Leben bewegt. Wie der Künstler das gemacht hat, weiß ich nicht, aber was ich weiß ist, dass ich das nie glauben würde, wenn es nicht mit der Kamera aufgenommen und in einem Museum ausgestellt wäre. Es ist nicht einmal ein 3D-Druck oder eine Skulptur, sondern ein Ölgemälde. Dieser Maler gehört zu den talentiertesten lebenden Künstlern, die ich je gesehen habe. Nummer 8. Dog Army. Wer hat die Roboterhunde, die die Welt erobern können, freigelassen? Wer? Ich weiß es nicht, aber ob sie die Welt wirklich erobern können, aber diese Armee ist eine Kreation eines chinesischen Unternehmens. Das ist ein technisches Wunderwerk. Sie zu entwickeln, zu programmieren und herzustellen, war sicher eine sehr schwierige Aufgabe. Aber abgesehen von der Choreografie fragt man sich, wozu diese Roboterhunde noch eingesetzt werden könnten. Sicherlich für böse Dinge, aber sie könnten auch für Gutes eingesetzt werden, zum Beispiel um etwas durch ein Kriegsgebiet oder ein Minenfeld zu transportieren, ohne Menschen in Gefahr zu bringen. Oder wenn du genug Geld hast, um einen zu kaufen, musst du nie wieder für ein Bier aufstehen. Ich habe von einem 500.000 Dollar teuren Roboterhund gehört, aber ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, eine ganze Armee zu bauen. Aber wenn es jemand schafft, dann die Chinesen. Nummer 7. Spider-Katze. Katzen sind sehr neugierige Geschöpfe und es gibt immer wieder Menschen, die es lustig finden, Katzen mit Lasern zu ärgern. Aber dieses kleine Kätzchen klettert an einer verdammten Wand hoch. Es hätte in Spider-Man 3 die Hauptrolle spielen sollen, dann wäre es vielleicht nicht gefloppt. Es sieht auch nicht so aus, als wäre es das erste Mal, dass es klettert. Diese Katze ist für eine sehr freche Zukunft bestimmt, in der sie Sachen kaputt macht und wegläuft. Und wenn dir das kleine graue Kätzchen nicht flink genug war, findest du hier noch mehr Spinnenkatzen, die in einem Katzencafé in Leeds eine Wand hochklettern. Sie versuchen es gar nicht erst, sondern sind ganz normale Spinnenkatzen. Hier gibt es nichts zu sehen. Nummer 6. Sonnenuntergang auf dem Gipfel eines Berges. Manche sagen, dass Sonnenuntergänge die romantischsten Momente sind, die man mit seinem Partner erleben kann. Aber ich habe mir Sonnenuntergänge schon immer gerne auch alleine angesehen und dieser Blick über den Berg und dieser Winkel wären ohne Kamera unmöglich. Ich weiß nicht, was schöner ist. Die gefrorene Bergkette mit Blick auf das Wasser, in dem sich die Sonnenstrahlen spiegeln, oder die vielen Farben, die durch die Wolken gehen und diesen atemberaubenden Anblick erzeugen, der aussieht, als hätte ihn jemand gemalt oder Tolkien in seinen Büchern erdacht. Wenn dich das noch nicht davon überzeugt hat, dass Sonnenuntergänge der schönste Anblick in der Natur sind, vielleicht findest du hier einen Clip, in dem die Sonnenstrahlen auf die Spitze eines Berges treffen und es so aussieht, als würde er in Flammen stehen. Und der dritte Sonnenuntergang sieht wirklich aus wie der Eingang zu den Minen von Moria und lässt mich wie Gandalf der Graue fühlen.
Ich habe in meinem Leben noch nie so schöne Sonnenuntergänge gesehen wie diese drei. Nummer 5. Skateboard-Tänzer. Egal wofür du dich hältst, ob es Musik, Wissenschaft, Sport oder Drachenfliegen ist, es gibt ein Kind in Asien, das es besser kann als du. Das ist Isamu Yamamoto, ein talentierter japanischer Skateboard-Tänzer. Und er ist erst 12 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie man überhaupt anfängt, dafür zu üben. Ich würde mir in den ersten Minuten gleich beide Beine brechen. Er fährt nicht nur auf dem Board, er flippt, hüpft, springt und dreht sich, als wäre er damit geboren worden, als wäre es ein Teil seines Körpers. Und wenn du dachtest, dass ein 12-jähriger Junge, der diese Tricks macht, nicht beeindruckend ist, siehst du hier ein 6-jähriges Mädchen, das Skateboard fährt und nicht nur auf dem geraden Boden geschoben wird, sondern das auch noch in einem Skatepark, der für Profis gemacht ist. In dem Alter konnte ich noch nicht mal richtig laufen. Nummer 4. Bär auf einem Fahrrad. Schwarzbären sind ruhige Geschöpfe, die aggressiv sein können, wenn man ihnen zu nahe kommt, aber meistens sind sie friedlich, denn sie sind Pflanzenfresser, die nur fressen und chillen wollen. Nun, in Russland ist es nicht der Fall, dort fahren Bären Motorrad. Und nein, das ist kein Zirkusbär oder so, das ist ein ganz normaler Bär, der weiß, wie man auf der Autobahn fährt. Aber wie hat ein Bär einen Führerschein bekommen? Oh, das ist ein Mann in einem Bärenkostüm. Ja, also so etwas kann wirklich nur in Russland passieren. Und bis zur letzten Sekunde des Videos war ich sehr verwirrt. Im zweiten Video sehen wir einen echten Bären, der mit Menschen reitet. Wie können die Russen nach all diesen verrückten Stunts noch leben? Wie kann man sich überhaupt mit einem Bären anfreunden, geschweige denn mit ihm auf einem Motorrad mit einem Wagen aus dem Zweiten Weltkrieg fahren? Dieser Bär scheint das Leben aber zu genießen. Er ist der perfekte Co-Pilot. Nummer 3. Eingefrorenes Fenster. Jedem von uns sind schon mal die Scheiben eines Autos eingefroren und dann haben wir gezeichnet, gelacht und unser Leben weitergelebt. Aber bei diesem Mann hat sich ein neues, separates Eisfenster über seinem normalen Fenster gebildet. Selbst nachdem er das eigentliche Fenster heruntergelassen hatte, rührte es sich nicht mehr. Erst als er darauf einschlug, zerbrach das Eisfenster, und zwar wie ein normales Glasfenster mit Scherben an den Rändern. Ich frage mich, wie niedrig die Temperatur dafür gewesen sein muss und wie lange es gebraucht hat, um das Auto zu starten, nachdem es die Nacht im Permafrost verbracht hat. Nummer 2. Perfekter Sprung. Eine der größten Ehrungen im Leben ist es, Meerestiere zu beobachten. Wir kommen nicht jeden Tag mit ihnen in Kontakt, also sollten wir diese freudigen Momente genießen. Sie sind schlau und wissen, dass Menschen auf dem Boot sind, also springen sie, um zu spielen und sie zu beeindrucken. Ein Wal kam sogar näher, um seine erstaunlich perfekten Sprungkünste zu zeigen. Das zweite Video ist ein bisschen beängstigend. Ich werde nicht lügen, dieser riesige Buckelwal springt aus dem Wasser und spritzt. Eine erstaunliche Kreatur, aber ich würde nicht in seiner Nähe sein wollen, wenn er herausspringt. Der dritte Clip hier zeigt das größte lebende Tier auf dem Planeten, den Blauwal, der aus dem Wasser springt. Wenn du den Büchern oder Bildern nicht glaubst, dann schau dir dieses Video an, um zu sehen, wie groß er ist. Er springt geradezu ins Wasser, nur um sich zu zeigen. Und ich kann mich nicht entscheiden, ob das Geräusch, das er macht, faszinierend oder erschreckend ist. Nummer 1. Erdbeben in Kalifornien. Das heutige Titelthema ist so unglaublich, wie es nur sein kann. Deshalb haben wir Kameras. Ich meine, es gibt zwar Zeugen vor Ort, aber das würde ich niemals glauben. Die Felsen auf dieser Straße sehen aus, als kämen sie aus einer archäologischen Ausgrabungsstätte oder wäre nur ein Streich. Aber in Wirklichkeit sind sie die Folgen eines Erdbebens in Kalifornien, das dieser Mann glücklicherweise auf Video festgehalten hat. Die Menschen waren schockiert, als sie sahen, dass alles in wenigen Augenblicken zusammenbrechen konnte. Aber wie das Internet immer so ist, glaubten viele nicht daran. Sie vermuteten, dass es sich um perfekt geschnittene Steine handelte und keines der Autos beschädigt wurde, während eine Frau im Bild offenbar einen riesigen Felsen bewegte, der mindestens dreimal so schwer war wie sie. Aber sag uns unten in den Kommentaren, was du über dieses Bild denkst. Hast du irgendwelche Theorien? Verrate uns auch, welche erstaunlichen und unglaublichen Kameramomente wir vielleicht verpasst haben.
Gefällt dir das Video? Dann abonniere doch unseren Kanal mit der Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer zukünftigen Uploads verpasst. Bis zum nächsten Mal.